Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Moin Leute, Feelings geht wieder los. Der Dampfer der guten Laune legt ab. Ich war letztens bei Radio 1. Da muss ich mal erstmal herzliche Dankeschön sagen, dass die richtig uns hier featuren. Radio 1, die alte Oma, wo ich früher angefangen habe, 1875, und die haben Werbung für uns. Und da wollte ich mich jetzt mal bedanken. Radio 1 gönnt, finde ich geil. Und da wurde ich gefragt, ob ich mir für den Anfangsteil immer irgendwas zurechtlege oder so und ob ich Autoren habe. Natürlich, ich habe 47 Autoren, die allerdings heute alle zu spät gekommen sind. Magen-Darm-Virus und jetzt liegt nichts vor. Nee, ich habe wirklich denn, also es war teils heute, jetzt, genau, just in diesem Moment, habe ich nämlich gedacht, Mensch, das wäre schön. Eigentlich wäre es ja schön, wenn man sich mal was zurechtlegen würde, weil würde man nicht immer so doof da sitzen. Dann hätte man was. Dann hätte man jetzt Perlen. Dann könnte ich jetzt meine Hand tauchen in die Kiste mit Smaragden und einfach was rausholen. Habe ich aber nicht. Manchmal gibt es einfach Tage, da hat man einfach nichts. Der Berliner sagt, schade, kann man nicht meckern, wenn es gut läuft. Heute läuft es nicht gut, ich habe kein Intro. Tut mir leid, ich werde euch das nachreichen, ich werde mir was zurechtlegen und nächstes Mal einfach zwei Intros machen. So, egal, wir haben ja einen Gast, eine Gästin, ich weiß nicht, wer kommt. Wo ist die Schlafmaske? Und wir legen einfach los. Moment, so. Und bitte. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix. Krass, heute ist die eine Sendung und ich bin immer noch aufgeregt. Ich merke richtig, solange ich die Maske auf habe, pocht das Herz ein bisschen doller. Nein! Frau Westermann! Cool. Wie schön. Jetzt bin ich... Oh, darf ich dich umarmen? Na klar, komm, wir stehen auf. Das ist ja jetzt wirklich jetzt aber mal im Ernst eine Überraschung. Warte mal, ich muss die Cola hier, sonst haut das um. Oh, das ist so schön. Ich freue mich sehr. Ja, also ich bin ja richtig geflasht. Wir haben uns das letzte Mal gesehen hier bei Prinz Eisenherz im WDR. Wie heißt genau. Die Sendung nochmal? Kölner Treff. Kölner Treff. Genau, du mit deinem Buch und wir haben so übers Leben geredet. Da ist nämlich eine Sache, ich habe nämlich, das ist ja Monate her, ich glaube im letzten Jahr, im November, Dezember oder was war das. Und dann habe ich auf Insta nämlich die Fans heiß gemacht, weil du hast mir was ins Ohr geflüstert, wo ich den Leuten gesagt habe, ich habe zum Schluss Christine Westermann verabschiedet und dann hat sie mir was ins Ohr geflüstert. Ich habe dann gesagt, ich sage aber nicht, was sie ins Ohr geflüstert hat, aber es war so, dass ich dann ins Hotel gefahren bin, im Bett lag und geweint habe. Und du weißt ja, natürlich jetzt nicht mehr, was du mir das geflüstert hast. Ich denke, müsste ich das wissen. Aber es, ich glaube ganz sicher. Ich habe geweint wegen dir. Also wegen dem, was du gesagt hast. Weil es so schön war. Sagst du mir was? Denn outen war das jetzt. Jetzt hauen wir das jetzt raus. Ich habe mich von allen verabschiedet und dann habe ich dich in den Arm genommen und dann hast du mir ins Ohr geflüstert, mach dir ein richtig schönes Leben. Mach dir ein schönes Leben, ja. Aber das ist ein Herzenswunsch. Darf ich das sagen? Das so an, aber ich kann ja nicht mit Komplimenten umgehen. Da bin ich gerade dabei, das zu lernen. Und dann habe ich weiß nicht mehr, was ich jetzt zu dir sage. Ich habe bestimmt gesagt, ja, mach ich, mach's gut, tschüss, war schön. Und im Bett dachte ich, ich dreh durch. Dann habe ich richtig geweint. Dann dachte ich, ja klar, recht hat sie. Aber ich habe dir das nicht gesagt, weil wir vorher über dein Buch geredet haben und die Depression, sondern weil ich das wichtig finde, dass man das ab und zu mal. Also ich sage das zu vielen Leuten, denen ich mich nahe fühle oder so, dass man sagt, mach's dir nett in deinem Leben, weil... Also ich habe so aufgefasst, ich habe sofort mit der Depression verknüpft, dass ich dachte, also jetzt bist du 48, mach dir verdammte Scheiße nochmal jetzt ein schönes Leben. Ja, es ist also später, als jetzt, du denkst. Es wäre jetzt, wär jetzt albern, irgendwie sich jetzt nochmal in so eine Pseudodepression zu stürzen, dass man sagt, okay, ich bin wieder gesund, aber trotzdem, die Welt ist am Arsch, wir müssen alle sterben, bringt ja nichts.
Ja. Ich sag's nicht zu jedem, aber er macht dir ein schönes Leben, ist, ist mir eine ganz wichtige Botschaft oder ein Hinweis. Oder ich versuche das auch und es gelingt bei Gott nicht jeden Tag. Nicht immer, ja, das ist klar. Ja, ich hab das auch, dass ich weg von der Depression bin und dann so ein halbes Jahr nach der Klinik gebraucht habe, dass ich gerafft habe. Das Gegenteil von Depression ist jetzt nicht ewig gute Laune. Also ich bin jetzt kein Schlagersänger und singe jetzt nur noch über die Liebe, weil es nichts mehr Böses und Schlechtes auf der Welt gibt. Das gibt's schon, aber das liegt ja an mir, ob ich mir das immer zu 98% des Tages irgendwie in meinen Fokus ziehe oder separieren kann. Das habe ich gelernt, dass ich sage, ich lese die Zeitung, ich bewerte dann Dinge und denke, oh, das ist richtig schlecht, das ist richtig böse, beschäftige mich dann damit und kann es dann zur Seite schieben irgendwie. Das ist das eine und ich glaube, das andere ist, zu begreifen, dass Glück kein Dauerzustand ist, sondern dass Glück eine Momentaufnahme ist. Oder diese kurzen Momente. Ne? Also zu wissen, dass es, ich weiß nicht, warum mir das gerade in den Kopf kommt, ich habe lange in Amerika gelebt und ich hatte in der Zeit in San Francisco so einen kleinen Sportwagen und San Francisco ist immer arschkalt, weil da der kalte Wind vom Pazifik reinkommt und ich bin immer mit meinem Sportwagen an so einen Strand gefahren, wo es auch immer neblig war, aber habe dabei Radio gehört und zwar so einen Oldie-Sender und dann fährst du bin ich diese Serpentinen lang gefahren und dann kam ein Lied, wo ich wusste, da hatte ich mal richtig Liebeskummer oder da war ich richtig verknallt oder hatte immer mit Männern und mit Liebe zu tun. Und dieser kleine Moment, wo du dich erinnerst und wo du nochmal ganz kurz die Schmetterlinge im Bauch fühlst, das ist so ein Glücksmoment. Oder die Amsel, die singt, wenn ich morgens... Ja. Nimmst du diese kleinen Dinge wahr? Ich glaube, Kurt, das ist wirklich eine Frage des Alters. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich... anders als du weißt, dass ich auf der Zielgeraden des Lebens bin, mit 74. Ja. Und dass du weißt, also jetzt, wenn die Bäume ausbrechen, ich nicht weiß, ob ich den nächsten Frühling erlebe. Weißt du auch nicht. Hm. Aber bei mir ist es relativ wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich nicht mehr 40 Frühlinge werden, wie bei dir, möglicherweise. Und hast aber keinen Stress dadurch, ne? Dass du dich stresst, dass du sagst, das muss jetzt alles hier effektiv sein, das muss alles funktionieren. Ja, Quatsch, ich muss überhaupt jetzt hier nicht abliefern, ich habe eine Deadline. Nee. Ich habe in der Zeitung ein Interview mit Anthony Hopkins, glaube ich, gelesen und den haben sie gefragt, ob er Angst vorm Tod hat. Und dann sagt er eigentlich nicht, er hat nur so Sehnsucht nach Leben. Ja. Und das ist das, was ich empfinde. Ich bin so, ich hänge am Leben, das ist schon so dramatisch und das ist schon Festkrallen oder so. Sondern jetzt, wo ich weiß, wie es geht, möchte ich noch möglichst lange leben. Ich möchte viel erleben. Und das muss jetzt gar nicht Paris oder Johannesburg oder so sein. Das kann die Amsel sein oder das können wird das jetzt ein bisschen kitschig, aber so empfinde ich das gerade. Nee, ich finde das gut. Ich finde das gut. So empfinde ich das gerade. Dass er sagt, ich habe Sehnsucht. Ja. Also, dass man sich danach sehnt, noch länger da zu bleiben. Mhm. Und ich weiß nicht, wie alt Hopkins ist. Ich glaube, der ist auch Mitte 70 oder so. Der dass ist er 80, weiß, war oder 80. 80 ja. Genau, dass es endlich ist. Und das ist so das, was mich so umtreibt. Schönes Leben sind kleine Momente. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch gemeint oder gespürt, als ich dir das gesagt habe. Ich habe das jetzt natürlich nicht immer. Ne? Es wäre jetzt verlogen, wenn man sagt, ich liege den ganzen Tag irgendwo rum und sauge so die Kleinigkeiten in mich auf. Ich habe auch Tage, da verdränge ich das dann. Aber so abends, kurz vorm Schlafen gehen, im Bett zu liegen und so zu gucken, irgendwie, was war denn heute schön, das ist schon... Allein mal im Bett zu gucken, zu auf wie viele Sachen du kommst. Ne? Ja, so, also genau. Kleinigkeiten. Einfach jemand, der dich auf der Straße angelächelt hat oder so, das wäre ein Punkt. Und dass man mal guckt, was ist so schön. Das haben wir in der Klinik auch gelernt, ne? Dass man so langsam dahin geführt wird. Der Depressive, für den ist ja zu 95% alles schlecht und du hast diese 5%. Ne? Und dann lernst du, 95% sind eigentlich gut und es war nur ein Mann, eine Frau, die auf der Straße gesagt hat, du bist ja ein bisschen doof anscheinend. Ne? Und der Depressive macht daraus 95%. Und dann kannst du immer sagen, ey, ist doch ein schöner Tag heute gewesen. Nein, ist es nicht. Da war die Frau, die hat gesagt, ich bin doof. Von daher ist es ein ganz schlechter Tag und das kriegen wir auch nicht mehr hin. Ja, was mir so wichtig wird langsam ist, dass wirklich das, was man aussendet, auch zu dir zurückkommt. Ja, dieses... Also wenn du freundlich bist. Wenn ich war in
im Januar war ich in Thailand gewesen und ich brauchte was aus der Drogerie. So, sollte das kaufen gehen. Und die kleine Stadt war vom Hotel ungefähr so 10 Kilometer entfernt. Also zu laufen wäre es eine lange, lange Zeit gewesen. Und ich habe dann aber gesagt, ich hätte jetzt ein Taxi nehmen können, ich hätte auch ein Tuk-Tuk nehmen können. Also ich dachte, ich laufe jetzt einfach mal los. Und dann bin ich auf so einer befahrenen Straße langgelaufen, hatte eine kurze Hose, ein T-Shirt, Haare, hatten ihren anarchistischen Tag gehabt und ich hatte so ein bisschen Geld einstecken halt. Ne? Und ich bin da langgelaufen und jeder, der an mir vorbeikam, lächelte mich an. Ja, schön. Und ich habe, ich glaube, beim ersten Mal nicht gelächelt, so, also diese typisch Deutsche, ne, dass man denkt, oh, der lächelt mich jetzt an, der will jetzt irgendwas von mir, der ist jetzt irgendwas, nee, da, da darf ich jetzt nicht zurücklächeln. Und beim zweiten Mal habe ich auch gelächelt. Und dann wusste ich so, die wollen gar nichts von mir. Da sind ja Leute auf dem Moped an mir vorbeigefahren. Die haben mich gesehen, haben mir gelächelt, sind weitergefahren. Ja. Da ist ja keiner stehen geblieben, hat gesagt, ich will jetzt was von ihnen. Sondern die haben einfach gelächelt. Und ich dachte, nach 2 Kilometern, weißt du was, ich nehme immer noch kein Taxi, ich nehme immer noch kein Tuk-Tuk, ich laufe hier einfach weiter und habe echt, also viele Leute kennengelernt. Irgendwann wusste ich dann auch, also selbst wenn ich jetzt kein Geld bei hätte, ich könnte irgendjemand fragen, kannst du mich in diese Stadt fahren, weißt du? Also diese Problem, was wir zu Hause haben, wie komme ich jetzt von A nach B? Ich habe eine Deadline, ich habe eine Besprechung, ja, ich darf nicht zu spät kommen. Ich wäre zu 100% und wenn mich einer getragen hätte, also ich wäre in diese Stadt gekommen und habe dann irgendwann auch so ein Tuk-Tuk genommen und habe gefragt, wo kriege ich das und das, wo ist die Drogerie? Und dann hat er mich dahin gefahren. Dann hat der gewartet, dann hat er mich nach Hause gebracht. Und das war so, also das war für mich, das war ein richtig schöner Moment. Ja. Dass ich so dachte, ich war ja Urlauber. Ich war ja erst 5 Tage da. Ich habe gedacht, ich gehe als Thailänder durch. Also ich habe auch so, ich dachte dann sofort, ich möchte jetzt hier wohnen. Ich möchte jetzt hier 10 Jahre wohnen und jeden Tag diese Strecke laufen und diesen Menschen begegnen, die ich dann anlächeln und die mich auch anlächeln. Und du lächelst zurück. Das ja. finde ich so. Und das schön. War alles. Ja, das war, genau. Das war Glück. In meiner komischen Badehose, die ich da anhatte, T-Shirt. Reicht. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade einfällt. Ich war letzte Woche in so einem Paketshop und da war vor mir eine junge Frau und die hat eines von diesen Postpaketen, die man so zu, also weißt du, wo du so ein flaches Ding kriegst und die musst du auseinandernehmen und dann kannst du was reintun. Und dann sagte der Verkäufer, ich kann Ihnen gerne erklären, wie das geht. Und dann guckt die den an und sagt, sehr bestimmt, aber auch sehr freundlich, ich bin eine Frau, ich weiß, wie Technik geht. Hm. Und das war auf eine sehr freundliche Art klar gemacht, danke für den Ratschlag, aber ich weiß, wie es geht. Und dann ging die raus und dann dachte ich, was für eine geile Antwort. Ja. Da habe ich mein Zeug abgegeben und dann dachte ich, das muss ich ihr sagen, was das für eine geile Antwort war. Nun war die richtig schnell unterwegs und ich bin raus und habe sie noch von hinten gesehen und dachte, komm, da läufst du jetzt hinterher. Und dann bin ich hinterhergelaufen, die war echt schnell. Da dachte ich, ist doch albern, die ist schon, die wird schon wissen und so. Und dann dachte ich, nee, das mache ich jetzt. Und dann bin ich da hinterher gepäst. Und habe sie irgendwann erwischt und die ist sehr erschrocken, weil ich sie auf Schulter... Und dann habe ich ihr gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, was für eine schöne Antwort das eben war. Und ich freue mich, dass so was Frauen wie sie... vielen Dank, die war völlig überrascht. Verblüfft, ne? Völlig überrascht. Ja. Also ich finde, Wertschätzung ist so wichtig, dass du jemanden sagst. Und das war eine Wertschätzung für dich, wenn du da auf dieser Straße... Da läuft ein Typ da in Flipflop und... Guck mal, was der hier auf der Straße und alles. Ist doch ein guter Typ, wenn er sowas macht. Das war auch so eine Art von... Ich wäre den ganzen Tag da diese Straße langgelaufen. Einfach diese, wenn du in ein Geschäft kommst und da steht dann einer, der lächelt oder sie. Ne? Mir ist aufgefallen, dass mich das nicht gestört hat, als sie zurück nach Deutschland kam. Früher war das immer so ein Schockmoment. Da hatte ich richtig im Flieger schon schlechte Laune, als ich dachte, scheiße, ich lande jetzt in Deutschland, jetzt ist alles wieder anders. Also auch, dass ich so dieses Verständnis hatte und wusste, na, das läuft hier halt anders. So, vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Du bist auch ein anderer, wenn du nach Hause kommst. Ja. Du hast ja dein ganzes Päckchen, nimmst du ja eigentlich mit, aber es wird viel leichter, wenn du unterwegs bist. Ja, ist eine gute Erkenntnis. Hast du die Erkenntnis, seit wann hast du die? Kam das jetzt erst? Hast du das immer schon gehabt? Das ist kein Schlag, der so reinhaut, sondern du lebst dein Leben nach vorne, guckst aber zurück und siehst, wo du, weiß ich nicht, falsch abgebogen bist oder was hätte anders laufen können. Ich würde gar nicht sagen, dass ich irgendwas in meinem Leben bereue oder anders mache. Es gibt so eine Geschichte in meinem Leben, da denke ich manchmal, kannst du das wirklich sehr wahrhaftig sagen, dass du nichts anders machen würdest. Ich bin
ein sehr guter Flirter. Also ich bin auch, ich entflamme leicht, also ich verknalle mich. Ich kann mich aber auch schnell wieder entknallen. Und entknallen, dass man dann sagt, so, das, vorbei. Ja, du guckst plötzlich auf den Typ neben dir und denkst, war okay, aber jetzt weiter zu irgendwas anderem. Und ich stand in der Kneipe, war beim ZDF damals und habe in Darmstadt gewohnt. Und mein damaliger Freund hat gerade in Heidelberg medizinisches Staatsexamen gemacht. Und zwar so das Entscheidende. Und ich stehe aber in dieser Kneipe in Darmstadt, also weg von ihm. Und da steht auf der anderen Seite des Dresens steht ein Typ. Und der lässt sich von jemandem Feuer geben. Damals durfte man noch rauchen in Kneipen. Und die Art, wie der mit seiner Hand um diese Hand des Feuergebenden ging, da ist bei mir sofort der französische Spielfilm losgegangen. Ja. Und ich dachte, was für ein toller Typ. Also ohne weiter, also ich war Romy Schneider und der war Michel Piccoli oder was auch immer. Und dann habe ich mich verknallt und wir hatten 4 Wochen Affäre oder so. Und ich habe meinen Freund, meinen damaligen, wirklich im Staatsexamen richtig, richtig hängen lassen. Ja. Hast du ihm das gesagt, dass da was war? Danach war zwischen uns nichts mehr, weil ich ich wollte dann auch nicht mehr zurück. Ja, ja, ich habe ihm gesagt, dass es also es war für ihn auch bitter zu erfahren, dass es nur eine Zigarette und ein Feuerschein und 4 Wochen das waren. Das schon reicht. Aber das ist sowas, wo ich mir heute überlege, also ich glaube, dass ich leicht loslassen kann. Ja. Dinge und auch Menschen. Als ich damals von San Francisco weg bin, habe ich nur ein paar Sachen, also na gut, das war dann schon ein Container auf dem Schiff von San Francisco nach Rotterdam. Aber als ich Deutschland verlassen habe, damals für Amerika, habe ich gar nichts mitgenommen, außer einem Koffer und 2 Kaffeetassen und einem Buch. Was hast du da gemacht in Amerika? Da hat mich jemand verlassen und da habe ich so das Gefühl gehabt, ich müsste mal dringend geografischen Abstand auch zwischen ihn und mich legen und bin damals zu einer Freundin nach Amerika geflogen und die hat gerade eine Karibik-Tour mit Freunden gemacht und hat gesagt, da ist noch ein Platz auf dem Boot. Und ich habe selbstverständlich gedacht, okay, ich verliebe mich dann in den Captain von dem Boot. Das war doof, weil der hatte wenn seine der Freundin. Raucht der Captain? Frag mal nach. Ja, dann wäre es vielleicht was geworden, genau. Aber seine Freundin war die Köchin, also das hat nicht geklappt. Und wir sind damals einfach so noch nach San Francisco geflogen. Und dann habe ich die Stadt einfach von ihrer schönsten Seite erlebt, nämlich im September. Ja. Also im August ist es affenkalt. Da kommt der kalte Wind vom Pazifik rein. Und da ist die Brücke immer im Nebel, die ganze Stadt ist im Nebel und es sind 10 Grad. So. Und ich habe es im September erlebt und da habe ich gedacht, hier will ich hin. Und da die Trennung eh beschlossene Sache war, habe ich mein Zeug gepackt und habe mir dann da eine Wohnung gesucht und habe 10 Jahre da gelebt. Also war immer in Deutschland, bin immer hin und her geflogen. Was war dein Beruf zu der Zeit? Ich bin Journalistin, war Journalistin. Schon immer? Schon immer. Und bist du denn nach Deutschland geflogen und hast hier journalistische Arbeit? Ja, oder? Ich bin 3-mal im Monat hin und her geflogen, habe meine Kohle in Deutschland verdient. Bei der Zeitung oder Radio? Oder? Ich habe damals Aktuelle Stunde gemacht. Das war so eine Sendung in Nordrhein-Westfalen. Ja. Oder ist eine Sendung. Mit Frank Blasberg damals zusammen. Und dann fing Zimmerfrei an. Ja, Zimmerfrei war es. Zimmerfrei hat 96 angefangen. Und ich bin 91 oder so bin ich nach Amerika gegangen. Und ich bin hin und her geflogen, 3-mal im Monat. Und heute würde ich denken, warst du bekloppt, das kriegst du, also das würde ich gar nicht mehr hinkriegen. Aber 3-mal im Monat? Hast du 3-mal im Monat nur gearbeitet? Nee, aber ich bin sonntags zurückgeflogen und habe Montag Aktuelle Stunde gemacht bis zum Sonntag. Ja. Und dann Montag mich wieder ins Flugzeug gesetzt. Und manchmal hatte ich nur Montag bis Samstag. Ja. Da stehst du nachts um 4 auf, isst Leberwurstbrot, weil deine innere Ruhe ist völlig am Arsch. Aber es hat funktioniert, weil ich es wollte. Und ich habe, glaube ich, einen sehr, sehr starken Willen. Also wenn ich was will, dann mache ich das. Und das wollte ich. Und das habe ich 10 Jahre gemacht. Und dann kam Zimmer frei und dann wurde die Zeit immer knapper. Da habe ich echt. Aber eigentlich geil, oder? Ja, es war eigentlich was. Ich habe das jetzt erst im Alter, dass ich denke, ich will jetzt mal irgendwo anders leben. Ja,
Mach doch. Ich will, weiß ich nicht, ich hätte gerne ein Haus da an der Straße in Thailand, wo ich immer langgelaufen bin. Und dann möchte ich einfach ein Jahr da einfach langlaufen und gucken, was könnte. Was hindert dich, deine Kinder, deine Leben? Ja, schon, also Thailand wäre jetzt schon sehr strange, sehr weit weg, weil ich will ja nicht, also ich will ja nicht auswandern oder flüchten. Also ich will ja nicht flüchten, ich will ja nicht weg hier. Und von daher, also die Kinder, klar, müssen die alle natürlich erwachsen sein, aber auch wenn die erwachsen sind, weiß ich nicht, wenn ich denn in Thailand lebe, ob man sich da so oft sieht. Aber ich habe so den, irgendeine Stimme sagt in mir, bleib zu Hause. Dann hör doch auf die Stimme. Kannst du es gut so auf ein inneres Gefühl hören? Ja, ich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt ein Haus in Griechenland, wer kümmert sich denn? Also ich weiß nicht, ob so eine praktischen, ich weiß nicht, ob das denn so ein Deutschmann-Ding ist, dass man sagt, wer kümmert sich? Was ist, wenn da ein Rohr platzt? Also wir hatten eine Weile. Kann mal schnell gucken irgendwie, ob Gas noch brennt oder. Ja. Weil ansonsten müsste man ganz hinziehen. Wir hatten eine Weile ein Haus gemietet in Italien, weil so mein Traum war, im Sommer, Sommerpause machen die im Fernsehen, dann mache ich auch mal Pause und ziehe dann dahin. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil dann ist die Dusche kaputt, dann ist Wasser ins Haus gelaufen, dann funktioniert die Waschmaschine nicht. Ja. Und das, also das Wort, was ich in Italien sofort gelernt habe, ist Idraulico. Das sind die, die so Zeug reparieren. Und ich konnte mich nicht verständigen, trotz meiner Italienischkenntnis. Ja. Und es war halt immer irgendwas zu tun. Es war immer irgendwas wie zu Hause. Dann wäre eine Wohnung besser. Ich finde, man müsste richtig reich sein und dann müsste da so noch dass einer stehen. Dass man immer einen so hat, der da der morgens mit den frischen Dingern kommt. Ne? Der einfach dann ist, man kommt dann an und stell dir das, ich Rasen ist gemäht und die Dusche funktioniert. Ich stelle mir dann so eine Haushälterin vor, weißt du, in so einem Bastkorb dann die Baguettes oder was auch immer hat. Ja, und Äpfel pflückt auch im Garten. Und wenn ich im nächsten Leben, wenn ich richtig reich bin, dann leiste ich mir auch so jemand, der dann so Diät kocht, weißt du? Ja, und der so morgens Fitness mit dir macht, so eine Stunde. Aber und will man das wirklich? Ist das, will man das? Diese so reich sein, dass man einfach sagt, hier, mach mal, ich hab hier ein Haus, kümmere dich. Glaubst du an den Satz, Geld allein macht nicht glücklich? Also Geld ist auf jeden Fall, befreit dich halt, ne? Von, also wenn ich an mich denke als Künstler mit 25 oder so, da war auch natürlich der Wunsch da, dass ich so viel Kohle habe, dass ich da nicht mehr drauf achten muss. Dann hätte ich mir eine große Wohnung gekauft oder ein Haus oder so. Ne? Heute ist Geld vorhanden und ich denke, was ist es? Also es ist auf jeden Fall nicht so bei mir, dass ich sage, ich will so viel Geld haben, dass ich nicht mehr arbeiten muss. So, das habe ich nicht. Und das ist ja der Wunsch von vielen Leuten, die Lotto spielen oder so. Einmal jetzt diese 20 Millionen da gewinnen, ich müsste nicht mehr arbeiten. Dann denke ich so, ich will aber. Ich auch. Ich will das ja ausüben. Genau, und das ist doch das Schöne, dass man jetzt weiß, wie es geht. Wenn ich jetzt noch viel Geld hätte, glaube ich, würde ich, also weiß ich nicht, das würde meine Kunst verändern, oder? Wenn ich jetzt vor 2000 Leuten stehe und die lachen nicht, dann würde ich mir Publikum kaufen. Würde ich sagen, jeder kriegt 1000 Euro und jetzt wird gelacht. Aber ist ja dann nicht ehrlich. Also weißt du, dieses, aber wenn man nicht mehr kämpfen muss. Da macht Geld schon glücklich. Ja, aber ich glaube nur für einen Abend, oder? Wenn man dann irgendwann dahinter kommt, dass die ja gar nicht vom Herzen her lachen, sondern die sind bezahlt. Also man will ja auch kämpfen. Man will um die Liebe kämpfen. Klar. Man will um Anerkennung kämpft man irgendwie auf der Bühne oder im Job. Man will echt geliebt werden. Ich würde gerne helfen. Mit Geld. Also ich hab zwei Schwestern, also wir haben alle drei unterschiedliche Väter. Es sind meine Halbschwestern und ich bin die Älteste und ich habe mich immer wie eine Mutter gekümmert. Also ich war 14, als die Kleinste zur Welt kam. Und die haben beide keine Kohle oder nicht viel. Und ich habe immer unterstützt und irgendwann ist es schwierig fürs Verhältnis, wenn die große Schwester immer alles so. Und dann habe ich das eingestellt und jetzt habe ich meiner kleinen Schwester zum Geburtstag, hatte im Februar Geburtstag, habe ich so ein Jahreslos von Aktion Mensch oder so, weil ich dachte, lieber Gott, mach, dass sie die Monatsrente von 5000 Euro kriegt oder die 4 Millionen oder so. Dieses. Und ich habe neulich ein Interview mit dem Neven Subotic gemacht, mit dem Fußballspieler und der hat seine gesamte Kohle
Also erstmal rausgehauen, Frauen, Autos, Häuser. Und irgendwann hat der absolut die Kurve in eine andere Richtung gekriegt und finanziert jetzt Brunnen in Afrika. Ja, der sorgt sich um die Wasserversorgung. Ja. Um dem zuzuhören, der wohnt jetzt bei seiner Freundin, die gerade mal 80 Quadratmeter hat, geht einmal im Monat zum Italiener essen und wenn es richtig gut läuft, gibt es auch einen Nachtisch. Mhm. Dann sitze ich da und denke, wie geil ist das denn, wenn du sagst, ich gebe das denen, die es... Nö, also was ich habe, reicht mir völlig, aber ich würde es gern unter die Leute. Ja. Ich hätte Lust, es unter die Leute zu bringen. Ja, wenn man auch, also ja... Gar kein Boot kaufen. Erfolg hatte mit Erfolg so, dass ich denke, ich habe meinen Applaus gekriegt, jetzt kümmere ich mich um andere. Nee. Jetzt ist es nicht mehr wichtig. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist die, so wie es die Lust zu leben gibt, gibt sie Lust zu geben. Die spüre ich. Also wer viel hat, soll dem geben, der nichts hat oder so wenig. Boah, das wird aber tiefsinnig hier. Oder? Ist ja egal, ist doch egal. Schön. Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich auch toll. Also wir haben ja keine, gibt ja keine Anleitung hier, dass hier Gespräche geführt werden müssen nach Schema F. Das stimmt. Wir müssen wieder fröhlich sein. Wir spielen jetzt einen Witz ein. Zimmerfrei, lass mal über Zimmerfrei reden. Ja. 96 ging das los. Sag mal, du warst bei Zimmerfrei, oder? Nee, nie. Echt? Ich hätte schwören können, dass du da warst. Also ich habe einmal eine Einladung bekommen. Und die haben wir sofort zurückgezogen, oder was? Nee, ich konnte da nicht. Ach so, okay. Und ich weiß nicht, ob das daran lag, dass eure Redaktion vielleicht dachte, das ist so eine versteckte Absage. Kennst du das? Ich kenne das von damals, als wir noch Leute eingeladen haben, also wo ich noch wusste, wer kommt, dass man so Einladung bekommen hat, also Absagen, finde ihn toll, hab aber keine Zeit. Oder keine Zeit, wo man nicht wusste, mag er jetzt oder nicht. Und dann gab es diese endgültigen Absagen, also wo einfach Fakt war, ich komme nie, ich werde niemals kommen. Die besten Absagen habe ich immer von Mario Adorf bekommen, der immer handschriftlich abgesagt hat. Wo ich dachte, frag auf jeden Fall bitte nochmal Mario Adorf an, weil ich freue mich dann schon wieder auf die Absage. Schön. Also so freundlich, voller Liebe, handschriftlich. Ich dachte, hat er gesagt, warum? Dieses Format passt nicht. Okay. So. Aber weißt du, er hat nicht gesagt, ich finde das blödsinnig oder das ist Quatsch, sondern er hat handschriftlich erklärt, warum das nicht seins ist. Ja. Toll. Also ich kann mir nicht vorstellen. Und von daher habe ich irgendwann mal abgesagt und dachte dann, warum bin ich denn jetzt nicht mehr eingeladen? Du warst ja auch mal bei mir. Ich war mal bei dir, und hast Blutwurst mitgebracht. Ach, apropos, guck mal, keine Blutwurst, aber aus Köln. Ein Geschenk aus Köln. Jetzt lebst du aber in Köln wieder, ne? Ich lebe in Köln, ja. Aber ich könnte gut auch in Hamburg leben. Ja? Oder Hamburg mag ich sehr, die Hamburg Stadt. Würde ich auch gerne mal leben. Müssen wir einen Volksentscheid machen in Berlin, ob ich das darf. Weil ich weiß nicht, ob ich als Berliner so viel verankert hier, ob ich innerhalb Deutschlands umziehen darf. Du bist hier geboren, ne? Ich bin hier geboren. Und wie gesagt, ich will ja nicht flüchten. Ich will ja nicht ins Ausland, weil mir das hier zu blöde ist oder so. Ist schon eine sehr starke Verbundenheit da, auch durch die Kinder und so. Ja, klar. Also, ich packe jetzt das Geschenk aus. Das ist also von der Größe her, oh, eine Clownsnase. Ja. Also, ich habe eine gelbe Schachtel vor mir, die ist so 10 Zentimeter breit, 10 Zentimeter hoch, 10 Zentimeter tief und da ist... Ich wollte gerade sagen, die Perücke von Thomas Gottschalk drin, aber da ist sowieso Stroh. Und ich habe mir eine mitgebracht, falls du nicht weißt, wie man es aufsetzt. Ja, natürlich. Ja. So. Ja. Sie können das jetzt nicht hören im Podcast. Doch, es verändert ein bisschen die Aussprache. Genau. Also Tagesschau sprechen könnte ich damit nicht. Ja. Warum diese Lase? Ich habe mir überlegt, bringe ich dir jetzt einen Aufkleber vom 1. FC Köln mit? Dann dachte ich... Ich habe von Fußball wirklich... Also ich weiß, dass es ein Fußballverein ist, das weiß ich. Genau. Und dann dieser Ziege. Genau. Oder dem Bock. Bock. Der Bock. Hennes, der 11., 12. Und dann habe ich gedacht, das steht für Köln. Die Pappnase, ja, Karneval. Habe ich auch nie miterlebt. Ja, ja, muss auch nicht. Ich dachte, falls mal dazu kommt. Ich bin aber schon 100.000 Mal in Köln gewesen. Und? Also, ich hab Henning May hier gehabt, wo wir uns ein bisschen hässlich geäußert haben über die Optik. Also, viele Häuser in Köln sind gekachelt.
Das ist, als ob da... Ist das für ein Frühjahrsputz oder was? Nach dem Krieg sind da ein paar Laster umgefallen. Es gibt in Köln so eine alternative Karnevalssitzung. Ja. Die heißt Stunksitzung. Die Stunk, das kenne ich. Genau. Das kenn ich, und dann hat die Stunksitzungspräsidentin Bicky Wanninger, hat mal gesagt, aus dem Pisspot kannst du keinen Mokka-Test machen. Und so ist Köln. Köln ist ja wirklich... Und der Stadionsprecher beim FC sagt immer, wenn er die Fans begrüßt, die Auswärtigen, sagt er, herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands. Und das ist so Fremdschämen, wenn du ja das hörst. Die Stadt ist wirklich richtig hässlich. Und aber schön, dass du das Oster hast, weil ich habe ja nichts gegen Köln an sich. Nee. Ich liebe und die das Leute Publikum sind, die Leute in sind toll. Köln. Ja. Also nicht alle, aber die sind, ja, du kommst halt gleich ins Gespräch. Ähnlich wie Mannheim. Ich bin in Mannheim ja aufgewachsen. Und alle Leute sagen, oh Mann, dieser Dialekt, ich kann den auch, aber ja, ich mag den. Und die Mannheimer sind auch ja so herzlich. Das ist, aber ich, wenn jetzt keiner aus Köln zuhört, wovon ich mal jetzt ausgehe, ich könnte die Stadt gut verlassen. Ich könnte gut. Aber wohin denn? Hamburg, aber ich muss dazu machen, sagen, glaube ich, dass wir schon den einen oder anderen Kölner. Ja, dann nehme ich das an dieser Stelle. Weil als nein, Henning May hier war, war es in der großen Kölner Tageszeitung, oh denn. Dann im Stadtanzeiger, dann sage ich dem Stadtanzeiger. Wir schneiden das raus. Wir schneiden das raus. Ich finde Köln okay, aber ich bin zu alt, um ewig in Köln zu bleiben. Aber mein Mann will nicht weg. Der. Was wäre jetzt die Stadt, wenn ich jetzt in die Hände mit den Finger schnipse und du wärst jetzt sofort dann da? Was wäre die Stadt auf der ich Welt? Ich glaube, jetzt wäre es irgendwas Italienisches, also was warm ist, wo Wasser ist. Ich find, also Köln am Rhein, wir wohnen jetzt nicht direkt am Rhein, aber wann immer du da hingehst, ich denke mal, was für eine geile Stadt mit so einem großen Fluss, weil der ist ja richtig groß. Wasser ist schon, deswegen Hamburg auch, deswegen und liebe ich glaube Hamburg, auch, weil mir das fehlt mir so ein bisschen. Genau. Also zu wissen, ich kann mich jetzt hier im Boot reinsetzen und könnte nach Afrika fahren. Genau. So, das ist in Berlin schwierig. Halt. Wie ist denn, wie ist Wannsee? Gehst du auf die Seen oder so? Nee. Also ich habe früher mit meiner Oma dann immer so eine Dampferfahrt gemacht. Ja. Mit Moby Dick gibt es heute noch. Das ist ein Schiff, sieht aus wie Moby Dick, vorne so Zähne dran. Oh, da kannst du dann so aus dem Maul rausgucken, da sind dann die Scheiben. Aber der Wannsee ist halt ein See, ist halt nicht das Meer. Und sag mal, beruflich, hast du da auch so eine Ruhe, dass du sagst, also ich habe da alles schon gemacht, ich lass mich doch jetzt nicht hetzen, so. Ja, weißt du, was das Schöne ist, dass, also anders, mach mal ein Beispiel, wenn ich früher an der Arbeit drangegangen bin, dachte ich, oh Gott, das klappt nie im Leben, ja. Jetzt kommen sie dir drauf, dass du es eigentlich gar nicht kannst. Dass die Polizei kommt und dich abführt und sagt, das ist ja Charlatanerie, Frau Westermann. Genau. Und diese Kolumne wird nie gut und dann rufen sie an und sagen, es tut uns echt leid, dass wir gedacht haben, sie können so. Und mittlerweile ist es aber so, und das hat was wirklich mit, das hat was mit dem Älterwerden zu tun und das ist das Schöne dran. Gelassenheit, ne? Ja, und dass du, weißt du, dass du weißt, deine Gedanken haben mit der Realität nichts zu tun. Deine Gedanken sind nicht die Wirklichkeit. Und jetzt setze ich mich dran und denke, oh, scheiß Kolumne. Und das wird jetzt ewig dauern, weil das Buch, was ich empfehlen will, ist toll. Aber das zusammenzufassen auf 2,5 Seiten wird schwer und so. Und dann setze ich mich hin und denke, okay, Westermann, es dauert halt heute ein bisschen länger als sonst. Ja. Und zwischendurch gehe ich 17 Mal aufs Klo und mache den Backofen sauber, weil ich versuche, das so rauszuschieben. Fenster und so putzen. Mag dann auch Prokrastination betreiben. Einfach genau. Einfach sagen, okay, dann mach doch jetzt die Steuer. Ja, weil sonst kriegst du Ärger, weil sie es nicht gemacht hat. Ja, genau. So. Und irgendwann klappt es halt. Und du weißt aber, wenn du da sitzt vor dem leeren Blatt, dass es funktioniert. Ja. Und das zu wissen, also sich seiner selbst gewiss zu sein, das ist ein ganz schönes, also wenn ich es jetzt erzähle, ist es auch nochmal so ein Glücksmoment, wo ich aber gleich so hier hinten denke, Westermann, nimm den Mund nicht so voll, vielleicht klappt es übermorgen nicht. Morgen sitzt du wieder vom weißen Blatt Papier. Genau. Ja. Aber sich selbst so zu kennen oder zu erkennen. Ja, ja, klar. Also ich hab das auch, dass ich dann immer, was so das, Schreiben ist es bei mir nicht, wenn ich ein Soloprogramm erarbeite, da habe ich auch, also saß ich da und dachte, wir müssen alle sterben, wenn dieses Programm jetzt nicht fertig wird. Mhm. Also du hast dann halt den Tag der Premiere, der rückt immer näher und dann fängt bei mir auch immer noch so eine Prokrastination an, dass ich dann anfange, Fenster zu putzen.
weil ich dann denke, das Wichtigste in meinem Leben sind jetzt saubere Fenster. Erst dann kann ich schreiben. Genau so ist es. Erst dann wird der Text lustig, wenn ich aus einer klaren Scheibe herausgucke. Und hab dann auch gelernt, dass das dazugehört. Also wenn der Impuls ist, du hast jetzt morgen eine Abgabe und denkst jetzt aber, du musst die Fenster putzen, dann musst du das so machen. Das gehört dazu. Vielleicht kriegst du dadurch, durch diese einfache Handbewegung, die du da machst, das Gehirn frei und genau. Dann ist irgendwie der Gedanke freigelegt. Das ist der eine Punkt. Von tausend Gedanken, der ist dann, und den schreibst du auf und dann ist es wirklich so. Und du hast es ja schon im Kopf. Es ist ja nicht so, dass du nichts im Kopf hast. Ja, genau. Es drängt sich nur wie in so einem Geburtskanal. Und ne? Dann und wenn fließt du es aus dir raus und dann kann es sein, dass die, in deinem Fall die Kolumne dann vielleicht nur 10 Minuten dauert, weil alles komplett klar ist. Genau. Dann lässt es Moment liegen noch. Und 3 Stunden später guckst du nochmal genau. Mir hat mal jemand gesagt, ich glaube, es war ein Psychologe, der sagt, einfach 3 Minuten sitzen bleiben. Also dem Impulsfenster putzen nicht nachgeben, sondern 3 Minuten sitzen bleiben und dann läuft's. Mhm. Aber ich finde, das ist ein guter Gedanke zu sagen, das ist oben drin, es braucht nur ein bisschen, wenn es das Fenster putzen ist. Das gehört dazu. Genau. Das ist dieser glaub Gedanke, du sitzt am Tisch, hast einen Kugelschreiber, ein weißes Blatt vor dir und musst jetzt schreiben. Das ist gar nicht das Ding. Das ist das, was am Ende stattfindet. Dann schreibst du auf. Aber wie du da hinkommst, ist manchmal kunterbunt. Was ich ganz spannend finde, deine Kollegen haben mir eben gesagt, weil ich gefragt habe, ob du nervös bist, aufgeregt. Und das bist du, was ich richtig gut finde. Also immer wenn ich diese Maske aufhab, habe ich so einen, dann merke ich, wie das Herz schneller pocht als sonst. Wovor hast du Angst, was das Schlimmste, was passieren könnte? Das ist eine gute Frage, weil das weiß ich gar nicht. Hm. Also ich bin ja Komiker, von daher, wenn ich jetzt hier jemanden zu sitzen hätte, den ich überhaupt nicht kenne, das wäre ein Horror für jeden Talkshow-Master. Für mich wäre es ein Geschenk, weil ich dann wüsste, jetzt passiert wirklich was Neues. Hm. Also jetzt stelle ich jede Frage, die ich jetzt stelle, ist nicht einzigartig, aber bringt mich dahin, dass ich weiß, wer bist du jetzt? Also wo geht die Reise jetzt hin? Also ich nehme dich quasi an die Hand und springe mit dir aus dem Fenster und hoffe, dass da unten eine Hüpfburg ist. Oh, schönes Bild. So. Schönes Bild. Aber wovor ich Angst, ich weiß ja auch nicht, weswegen man Lampenfieber hat. Also ich bin jetzt schon 1000 Mal aufgetreten, aber ich habe immer Lampenfieber. Ich stehe immer jeden Auftritt hinterm Vorhang. Also nicht mehr so lange wie früher. Aber es sind schon so ein paar Minuten, wo ich manchmal hinterm Vorhang stehe und denke, was machst du hier eigentlich? Das ist genauso wie bei dir, dass ich denke, die Polizei führt mich ab und sagt, es ist ja Scharlatanerie, was sie hier machen. Also, was machst du dagegen? Gar nichts. Warten, bis es soweit ist, dann rausgehen und dann hast du ja auch wieder dieses Wissen. Dass, also die Angst beim Komiker wäre natürlich, ich gehe raus und keiner lacht. Und wenn du da mal ganz tief reingehst, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, vor 1000 Leuten, sagen wir mal, und es lacht wirklich keiner, das geht nicht. Also einer wird lachen. Okay. Vielleicht lachen 2. Aber das wirklich, dass du 2 Stunden auf der Bühne stehst und dass keiner lacht, ist, als wenn du 2 Stunden auf der Bühne stehst und auf einmal kein Buch hast, was du erklären kannst. Ja, das ist ein gutes Bild. Weißt du, also das ist, du hast doch jetzt schon so viele Bücher besprochen, dass du, glaube ich, 8 Stunden lang auf der Bühne stehen könntest und 1000 Bücher besprechen könntest. Also an der Zeit wird es nicht liegen. Weißt du, dass du nach 4 Minuten kein Pulver mehr hast, aber für 2 Stunden gebucht wurdest. Das kann nicht passieren. Lachen die Menschen an unterschiedlichen Stellen, wenn du? Also je nachdem, wo du bist? Ja, manchmal schon. Also manchmal hast du so ein, es gibt eine versteckte Kamerasituation mit Habi Kerkeling, da war das gefaked, dass er stand auf der Bühne und über ihm war so eine Ampel und grün war immer Lachen und rot war Schweigen. Und dann haben die das von der Regie so gemacht, er hat eine Mörderpointe gezündet und keiner hat gelacht. Und an Stellen, wo er sagte, ja, ich muss jetzt hier nochmal gucken, wo der Zettel ist, sind alle durchgedreht. Und er stand dann wirklich... Also er war kurz vom Heulkrampf, glaube ich, weil er sagte, was ist hier los? Was ist hier heute los? Und so Momente habe ich manchmal auch auf der Bühne, dass ich denke, warum lacht ihr denn jetzt in Paderborn ganz anders als in Frankfurt? Das hast du nicht oft. Oftmals hast du schon zu 80%, weißt du schon so, okay, die Nummer, da wird überall gleich gelacht. Aber manchmal sind so Versetzungen drin, wo man denkt, seit wann ist das denn lustig? Wie ist es, wenn du ins Publikum guckst und die eher
ernst sind. Also ich mache gerade eine Lesereise mit dem Buch. Und ich sehe die gar nicht. Dann, also ich sehe manchmal nur die erste Reihe. Ah ja, weil das ist auch wichtig. Also für mich ist es gut. Es gibt ja auch so Open-Air-Veranstaltungen, so im Sommer, wo du weißt, 20 Uhr ist einfach noch hell. Du siehst alle. Und das ist manchmal schon verwirrend, wenn du dann Leute siehst, die aufstehen. So, weil dann natürlich so ein Kopfkino losgeht und du denkst, ah, er steht jetzt auf, ihm hat es nicht gefallen, er findet es jetzt scheiße. Dabei holt er sich nur ein Bier. Also du denkst aber dann so das ist doch wieder, das ist die Gedanken sind nicht die Wirklichkeit. Du denkst, er geht, ja, weil es langweilig ist. Ne? Also das habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass jeder Mensch seine Geschichte hat. Wenn du jetzt hier sitzt und hast schlechte Laune und ich komme rein, dann sollte ich nicht sagen, jetzt mal Arsch hoch hier, Frau Westermann, lach mal ein bisschen. Was soll das immer mit deiner ewig schlechten Laune? Das steckt mich auch an, ich bin auch gleich schlechte Laune. Du hast eine Geschichte dazu. Weil du, glaube ich, nicht 50 Jahre irgendwo im Raum sitzt und durchgehend schlechte Laune hast. Ich würde dich gerne erleben, wenn du 70 bist. Wird er bald. Bleib doch hier. Bleib doch sitzen. Weil du jetzt schon so den oder anders, weil ich das Gefühl habe, dass du ein richtig weißer Mann wirst. Also weiß mit einem S. Ich habe so einen Sprachfehler. Glaubst du? Ja, das glaube ich. Ich freue mich drauf. Also ich stelle mir manchmal so vor, ich bin dann so der pöbelnde Opa. Also, der Krümmer wird nie weggehen, das ist klar, aber es wird, glaube ich, ein anderer noch viel stärker wachsen. Was glaubst du, was hast du deine Kinder gelehrt für ihr Leben? Ich bin immer bei Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit fasst alles zusammen. Das ist Feminismus, das ist, sei nicht gegen Ausländer, wir nehmen Flüchtlinge auf, es ist alles. Schlage keine Frau, Kind, Tier, nichts. Also warum auch? Seh zu, dass es allen gut geht. So. Und da ist Gerechtigkeit für mich umfasst alles. So, sei nicht homophob. Ja. Jedem soll es gut gehen. Was hast du von deinen Kindern gelernt? Sachen lockerer zu nehmen. Also ich habe das, wenn ich jetzt zurückspringe, paar Jahre natürlich durch die Depression sehr viele Sachen sehr ernst genommen, aber manchmal heute noch so, dass ich dann manchmal so einen ernsten Blick kriege und dann so denke, kann ich das jetzt durchgehen lassen oder nicht? Ja, ich kann es durchgehen lassen, weißt du? Ja. Alle müssen um 10 ins Bett, jetzt ist schon 22:02 Uhr, weißt du, dass man sagt, naja, du... Die Erfahrung zeigt, es könnte auch 22:07 Uhr werden. Weißt du? Manchmal wurde es auch Mitternacht. Ist einfach so, weißt du? Also, dass man da lockerer wird. Schön. Frau Westermann, das war's schon. Ich finde es ein schöner Schluss. Ja. Und wir gehen ja jetzt noch rüber in den Feelings Deluxe-Teil. Ach stimmt, exklusiv wir sind noch gar nicht fertig. Bei Amazon Music. Ich bin richtig glücklich, dass du da bist. Ich bin richtig glücklich, dass du dich so freust. Ich glaube, dass die ZuhörerInnen das auch raffen, wenn man sagt, dass man nicht jetzt jeden Gast verabschiedet und sagt, Mensch, das war jetzt ein Highlight gewesen. Aber bei dir ist das wirklich so. Das freut mich sehr. Ich freue mich natürlich über die anderen Gäste auch, die kommen. Aber weiß ich nicht. Vielleicht, weil du schon so lange Gast in unseren Wohnzimmern bist. Ja. Weißt du? Also Frau Westermann ist einfach, gehört zur Familie. Da ist immer ein Stuhl frei gewesen. Der war zwar im Fernsehen drin. Jetzt weine ich heute Nacht ein bisschen, wenn ich das so. So, dass man sagt, ja, ist so ein Familienmitglied. Schön, danke dir. Danke dir. Jetzt müssen wir uns nochmal knutschen zum Schluss. Komm. Wir müssen gar nichts, wir wollen. Schön, dass du da warst. Es war ganz schön, dass du kommen konntest. Danke. Tschüss. Tschö. Kurt Krömer, Feelings, ist eine Produktion von Studio Bummens und Song Legend für Wondery. Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis.
Wiebke Holtermann und Inga Wessling haben die Redaktion für diese Folge gemacht. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher. Und ohne Werbung.